Peace, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu den News. Bitte nicht wundern über die Haare, denn Sverre hat mal wieder das ganze Geld aus der Redaktionskasse geklaut, der Schlingel. Und deshalb konnte ich leider nicht mehr zum Friseur gehen, und beziehungsweise konnte ich meine Friseurkosten nicht aufbringen. Aber sei es drum, lasst euch davon nicht, daran nicht stören. Kommen wir zu den Themen. Satoru Iwata hat denkwürdigen Anteil an Pokémon Go NX für Core-Gamer als auch für Casuals, und Nintendo supportet nochmal kräftig den 3DS. Hossa Internet, ich bin Mario Kablau und damit willkommen zurück zu den News. Und dann fangen wir mit den Pokémon News an, und zwar direkt mit Pokémon Go. Da haben wir ein paar schöne Neuigkeiten. Und zwar erstmal zwei wichtige Zahlen, und zwar konnte Pokémon Go jetzt nach gut anderthalb Monaten ganze 250 Millionen US-Dollar einfahren. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich erfolgreich. Und zweitens, dadurch konnten eben auch, also durch Pokémon Go, die Merchandise-Verkäufe zu Pokémon-Artikeln in den USA um 105% steigen. Ja, macht das Sinn? Ich glaube schon. Ihr wisst, was ich meine. Dass der ganze Planet durch Pokémon Go im Pokémon-Fieber ist, ich denke, das habt ihr auch selbst mitbekommen. Und wer hat denn jetzt seinen Anteil an diesem Projekt? Oder vielleicht einen gar nicht mal so unbedeutenden Anteil? Ihr werdet es nicht glauben, und zwar Satoru Iwata. Ich meine, klar, sicherlich werdet ihr jetzt denken, irgendwo schon, aber das Besondere bei der Sache ist, dass jetzt herauskam, dass Satoru Iwata tatsächlich in den letzten Wochen und Tagen seines Lebens noch an Pokémon Go weiterarbeitete. Er arbeitete quasi bis zu seinem Tod noch an Pokémon Go weiter, denn er bestand darauf, in seinem Krankenbett im Krankenhaus quasi seinen Lieblings-PC parat zu haben und weiter daran zu arbeiten. Wow, das ist wirklich bezeichnend für Satoru Iwatas Charakter, der das Ganze ja nie wirklich als Job, sondern als Lifestyle angesehen hat. Und ich denke, hier kann man das ganz gut sehen, dass er tatsächlich in den letzten Momenten, in dem es ihm wahrscheinlich alles andere als gut ging, ja, ans Arbeiten gedacht hat. Und ja, so eben diese schöne und auch ergreifende Story jetzt. Ein Jahr, schon über ein Jahr nach seinem Tod. Er verstarb ja bereits letzten Jahres im Juli. Meine Güte, vergeht die Zeit schnell. Und in solchen Momenten wünsche ich mir, dass es sowas wie den Himmel tatsächlich gibt und Satoru Iwata irgendwie in der Lage dazu ist, sich das Ganze von oben anzuschauen. Den Riesenerfolg, den Pokémon Go jetzt feiert. Sein letztes Projekt, an dem er bis zum letzten Atemzug mitgearbeitet hat. Und darauf jetzt stolz herabblicken kann. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer jetzt nach über einem Jahr. Rest in Peace, Satoru Iwata. Naja, hören wir jetzt mal auf mit der Melancholie und kommen zu einer weiteren Rekordzahl, und zwar zu Pokémon Tekken, das Spiel, was ja auch vor über einem Jahr im Juli 2015 ja bereits als Arcade-Automat in Japan erschien und dann am 18. März weltweit als Wii U-Version, als Wii U-Fassung erschien. Und dieser hat sich jetzt über 1 Million Mal weltweit verkaufen können. Das eben zu der Rekordzahl. Und damit kommen wir jetzt auch kurz zu Pokémon Sonne und Mond. Dazu gibt es einen neuen Trailer. Den packe ich euch in die Infobox, in welchem ihr auch die Rivalen sehen könnt. Und ja, das eben zu den beiden Titeln, die am 18. November voraussichtlich erscheinen sollen. Pokémon Tekken kostet ja nach wie vor noch 50 Euro für die Wii U. Vielleicht wird es ja bald dann irgendwann noch in die Nintendo Select-Kategorie rutschen, wie diese vier Spiele hier, die jetzt neulich dazugekommen sind, beziehungsweise ab dem 30. September offiziell. Ab dann werden diese Titel für nur noch 24,99 € im Einzelhandel wie auch im E-Shop erhältlich sein. Und zwar Super Mario 3D World, Mario Party 10, Captain Toad, Treasure Tracker und Pikmin 3 ab dem 30. September für 24,99 €. Ja, die Spiele für die Wii U werden immer günstiger und immer mehr rutschen in die Nintendo Selects-Kategorie. Die Wii U-Ära neigt sich langsam dem Ende zu. Die Nintendo NX kommt bald, und immer noch wissen wir nichts. Also nichts so wirklich. Doch jetzt gab... Ich muss mir nochmal den Namen kurz... Shinya Takahashi, ein Developer von Nintendo, folgende kurze kleine Information, und zwar das... Die Nintendo NX sowohl für Casual als auch für
Core-Gamer interessant sein wird. Des Weiteren gibt es natürlich mal wieder neue Gerüchte, die allesamt nicht wirklich der Rede wert sind oder... ich sag's jetzt einfach. Es soll einen Share-Button wie bei der PlayStation 4 auf dem Controller geben und es gibt Anzeichen, dass Kingdom Hearts 3 auf der NX erscheinen soll. Des Weiteren soll laut einem Redakteur von irgendeiner Videospielzeitschrift, keine Ahnung, behauptet haben, dass im September Schluss sei mit Nintendo NX-Gerüchten, denn dann bis dahin soll eben das Konzept der NX vorgestellt worden sein und da sind wir mal gespannt drauf, aber ich glaube auch, dass im September, also da muss es halt, wenn die Konsole im März erscheinen soll, Nintendo kann jetzt nicht noch weiter abwarten, die müssen jetzt langsam mal echt die Katze aus dem Sack lassen, vielleicht haben wir Nintendo Direct und da wurde auch schon eine angekündigt und zwar für den 1. September. Allerdings machte man schon klar, dass es sich da nicht um die NX handeln soll in dieser Direct, sondern um die neuen 3DS-Titel. Also 1. September Nintendo Direct zu 3DS-Erscheinungen um 16 Uhr. Ja, und zu neuen Spielen für den 3DS wird es auch neue Designs für den New Nintendo 3DS XL ausschließlich geben. Ab dem 11. November in Europa. Hier seht ihr die gerade, die drei neuen Farben, Farbkombinationen, wie auch immer. Und dazu noch ab dem 7. Oktober bereits gibt es zwei neue 2DS-Bundles. Und zwar einmal zu New Style Boutique 2 und zu Yo-Kai Watch. Apropos, der Europa-Release für Yo-Kai Watch 2 wurde jetzt für Frühjahr 2017 angesetzt. Dem 3DS-Titel, der in zwei Versionen erscheinen soll, dazu aber noch keine weiteren Informationen, inwiefern sich diese unterscheiden sollen. Und in zwei Tagen bereits, am 2. September, wird es bereits einen neuen 3DS-Titel geben, und zwar Metroid Prime Federation Force. Lange haben wir darüber geredet, jetzt ist es endlich soweit. Und wie wir es ja gehört haben, unsere hier Kameraden von Nintendo waren ja alle auf der Gamescom und haben es ja ausprobieren können. Waren alle sehr positiv überrascht. Also ich nehme all mein Hate zurück. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt bei euch, bei allen möglichen, die sich das zum Release oder zu einem späteren Zeitpunkt kaufen werden, ankommt. Und man muss einfach sagen, ist einfach ein bisschen schlecht gelaufen. Dadurch, dass man in den Trailern nicht wirklich repräsentativ zeigen konnte, was denn Metroid Prime Federation Force eigentlich ist, indem man größtenteils auch Blast Ball vor über einem Jahr gezeigt hat, was halt echt ziemlich schrecklich aussah. Jetzt wissen wir aber, Metroid Prime Federation Force ist doch um so einiges mehr als nur Blast Ball und dazu gibt es jetzt einen neuen Story-Trailer und der ist mal wieder ziemlich nichtsaussagend. Ich packe euch den trotzdem mal unten in die Beschreibung. Bewertung wurde bereits ausgestellt von Nintendo. Warum? Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Und ob der Hate wirklich gerecht war oder nicht, das sehen wir dann in zwei Tagen. Und ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt drauf. Das also zu Metroid Prime Federation Force und das war's mit den News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in zwei Wochen dann wieder zu der nächsten Ausgabe. Nein, wir sind sogar schon vorher wieder mit einem anderen Video. Seid mal gespannt, was da auf euch zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also sage ich jetzt mal bis dahin. Tschüss und ich gehe jetzt schlafen.